Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, heute geht es um eines der meiner Meinung nach interessantesten Themen, und zwar um die Ernährung. Es wurde sich ja beim letzten Food Haul, als ich so ein paar Ansätze schon geschildert hatte, gewünscht, dass ich ein bisschen mehr auf unsere Ernährung eingehe. Kurz zur Vorgeschichte, wer mir noch nicht folgt. Ich hatte ja jahrelang Probleme, bin von Arzt zu Arzt, von Test zu Test, ebenso das Kind, von Test zu Test. Es gab Diagnosen über Diagnosen, die sich immer wieder als nicht wahr betitelt haben. Ich habe Ernährungsformen ausprobiert in meinem Kanal. Habt ihr was zur laktinfreien Ernährung? Ich habe mal die Weight Watchers Diät probiert. Ich habe vegetarisch probiert, kommen wir später nochmal zu. Ich habe manchmal auch vegan probiert. Ich habe, glaube ich, alles probiert. Alles. Kurz zu meinen Diagnosen, die sich meiner Meinung nach später als nicht wahr herausgestellt haben. Zum einen habe ich eine Fructoseintoleranz, ich habe eine Weizenallergie, ich habe eine Hypoglykämie, also dass ich immer unter Zucker. Das ist das Einzige, was, glaube ich, wirklich zutrifft. Hat aber für die schlimmen Anfälle, die sich bei mir geäußert haben, in Zittern, wie besoffen durchs Leben laufen. Teilweise über Tage konnte ich meine Beine nicht bedienen. Keiner konnte sich das erklären. Es war der Verdacht von Epilepsie im Raum. Lalala. Ich kürze es ab. Zudem hatte ich hin und wieder einen Ernährungsberater. Habe alles ausprobiert. Habe die Mega-Diät für Anti-Allergiker bekommen. Hatte trotzdem Reaktion. Genau, um das Ganze abzukürzen, was habe ich daraus jetzt schlussendlich gelernt? Nach der Weizenallergie habe ich neben zuckerfrei aufgrund der Fructose auch noch weizenfrei gelebt. Ihr könnt euch vorstellen, die Auswahl an Lebensmitteln war sehr gering. Und ich habe mich ja immer wieder belesen und was bei mir halt immer wieder kam, war diese mediterrane Ernährung. Dachte mir aber, gut, ist ja halt auch so, ist ja sehr viel Pizza und Pasta in solchen Ländern unterwegs. Und habe dem Ganzen eine Chance gegeben, obwohl ich eine sehr starke Weizenallergie diagnostiziert bekommen habe. Und habe jetzt so für mich rausgearbeitet, auch trotz der Fructose. Mein Frühstück beispielsweise startet immer mit einem Obst. Für mich das Verträglichste sind Banane und Heidelbeeren. Fast alle anderen Obstsorten gibt es in meinem Leben nicht mehr und ich muss sagen, ich vermisse es auch nicht. Ganz besonders kritisch ist bei mir beispielsweise der Apfel und Obacht. Apfel ist in vielen Lebensmitteln. Ich habe tatsächlich von italienischen Ärzten auch gelernt, dass wenn man eine Laktoseintoleranz hat, darf man auch keinen Apfel essen, weil es das gleiche Enzym ist. Fand ich am Anfang so absurd, also sowas von weiter hergeholt. Muss aber sagen, in meiner Fructose-Diagnosezeit hieß es auch immer, wenn du eine Fructose hast, darfst du keine Laktose essen. Also der umgekehrte Weg, weil das gleiche Enzym das verarbeitet. Wie auch immer, ich musste für mich herausfinden, dass beispielsweise Banane und Heidelbeeren am besten gehen. Im Sommer esse ich auch hin und wieder Melone. Geht mal gut, geht mal nicht gut. Also Wassermelone hauptsächlich. Ebenso mal ein Pfirsich. Also mein Körper, da unterscheidet ganz viel zwischen mal und ich wiederhole es jeden Tag. Für mich ist Banane ein safes Lebensmittel beispielsweise, genauso wie Nüsse. Die frühstücke ich auch immer. Und dann entscheide ich das wirklich nach Bauchgefühl. Ich bin sehr, sehr ein starker Bauchmensch, würde ich sagen. Also mein Bauchgefühl ist sehr, sehr stark. Wenn mein Körper mir sagt, isst das heute nicht, dann sollte ich es besser auch nicht essen. Aber was ich auf jeden Fall fix habe, ist morgens immer meine Banane mit Nüssen oder Samen, also Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen, stelle ich manchmal so in Frage. Ich kann jetzt keine wirkliche negative Erfahrung berichten, aber für mich ist das schon wieder ein Lebensmittel, was für mich so ein bisschen mehr verarbeitet aussieht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so, wie es geerntet wird. Versteht ihr, wie ich meine? Sonnenblumenkerne kenne ich, also Sonnenblume, die werden da rausgezogen, in eine Packung gesteckt und ich packe sie wieder aus. Ist auch ein ganz großer Faktor mit dem Histamin, ne? Also ich weiß nicht, wer von euch sich mit den Histaminintoleranzen auskennt. Auch das war bei mir damals eine Verdachtsdiagnose. Bedeutet, umso frischer das Lebensmittel, umso weniger Histamin. Umso mehr verarbeitet, umso länger es liegt, umso mehr Histamin. Dementsprechend, wie gesagt, ich fahre gut. Banane, Nüsse, Kerne.
Mit Milch, allerdings habe ich immer die laktosefreie, esse aber auch manchmal Joghurt, also Naturjoghurt und manchmal tatsächlich sogar Frühstückskekse, wenn mir danach ist. Und ich habe es vertragen. Kommen wir zum Mittag-Abendbrot, also ums Grundkonzept. Mittags muss ich sagen, kann ich mal Weizen essen. Ich bin mir noch nicht unschlüssig, ob die südlichen Länder irgendwas anders machen am Weizen. Ich hatte Gespräche mit verschiedenen Ernährungsexperten, die mal so angemunkelt haben, dass wir Deutschen in das Mehl noch was untermischen, um einfach mehr zu erwirtschaften, was andere Länder nicht tun. Ich habe dafür allerdings keinen Nachweis, es ist eine reine Vermutung. Das haben wir von einem Ärztekongress gewisse TeilnehmerInnen erzählt, dass dieses Thema heiß diskutiert wurde. Ich kann nur für mich sagen, mal eine Pasta geht. Genau, würde ich das allerdings täglich wiederholen, geht es bei mir nicht mehr gut. Und das, da kann ich auch zugucken. Was man bei mir ganz klar sieht, ich kriege Pickel. Ich hatte nämlich letztens Besuch, da ist wieder ein bisschen mehr Mehl geflossen, sage ich mal. Was ich auch merke, ist, dass mein Körper zunimmt. Eine logische Erklärung habe ich nicht. An den Kalorien liegt es definitiv nicht. Ich habe das über Monate nachgetrackt. So vom, ich war immer im leichten Kaloriendefizit, auch wenn ich die Pasta gegessen habe, auch wenn ich die Pizza gegessen habe und was es nicht auch alles mit Mehl gibt. Ich glaube, dass dadurch, dass mein Körper ja doch irgendwo diese Allergie wahrscheinlich hat, weil so ein Allergietest, der Ergebnis will ich jetzt nicht komplett in Frage stellen, denke ich, dass es bei mir Cortisol, also das Stresshormon, ausschüttet für meinen Körper. Wobei ich sagen muss, esse ich es einmal die Woche, geht alles gut. Wiederhole ich es in der Woche, geht es nicht gut. Also versuche ich da mittags zu variieren, aber mittags nehme ich auf jeden Fall Kohlenhydrate hinzu. Versucht die Menge immer noch gering zu halten. Allerdings habe ich festgestellt, das Wichtigste für meinen Körper, und das sehe ich ganz klar, ganz, ganz krass bei dem Kind, die ja ähnliche Symptome hat, unabhängig von mir, dass es wichtig ist, alle Komponenten zu bedienen. Sie war ja zuletzt in einem italienischen Kindergarten, also in einem sehr mediterranen Land. Da ist es ganz klar, dass zwei Gänge immer gegessen werden. Und zwar besteht der erste Gang immer aus Kohlenhydraten, sei es Pasta, sei es Reis, sei es Brot, sei es irgendwas. Also Kohlenhydrate. Der zweite Gang ist immer Low Carb. Es ist immer Gemüse und Proteine, sei es Gemüse und Ei, Gemüse und Fleisch, Gemüse und... Und der dritte Gang, also der Nachtisch, ist immer ein Obst. Also habe ich alle Food-Komponenten quasi abgedeckt und ich sehe es an dem Kind, der geht's. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Natürlich schaffe ich es im Alltag nicht immer, bin ich ganz ehrlich, drei Gänge zu servieren. Versuche mich aber an diesem Konstrukt immer lang zu hangeln und ich glaube, das kann auch nur für jedermann gesund sein, wenn man alle Komponenten, alle Nährstoffe, die man braucht, halt abdeckt. Bei mir variiert es halt ein bisschen. Das andere Ding, was ich auch gelernt habe, und das habe ich tatsächlich von den Italienern gelernt, sind die Portionsgrößen. Ich habe das erste Mal, weil in Deutschland hatte ich häufig das Problem, dass ich auch zu dem Ernährungsberater meinte, ich esse gar nicht, weil ich hungrig bin, sondern weil ich merke, mein Körper fängt an zu zittern, ich unterzucker. Also dieses Hungergefühl hatte ich über Jahre nicht und ich konnte es auch nicht auslösen, weil ich vorher immer umgekippt bin. Das kurz zu dem Hintergrund. Was ich halt auch gelernt habe, hier sind halt wie gesagt diese Portionsgrößen, wo ich auch immer wieder auf Social Media Videos sehe und diese Miracoli-Pasta und das sollen zwei Portionen sein, ich lache mich tot, das reicht ja gerade mal für mich und ich bin nicht satt. Nein, ihr müsst mal wirklich gerade was Nudeln, ich glaube Pasta ist so dieses klassische Beispiel, wiegt das mal auf eine Portionsgröße ab und esst diese Portionsgröße. Ich habe das tatsächlich auch nur von Einladung gelernt, wenn ich eingeladen bin, weil ich immer dachte so, was ist denn das? Was ist denn das für ein Witz an Pasta? Und ich muss sagen, wenn man dann sich während des Essens auch viele unterhält und dieses Sättigungsgefühl zulässt, es kommt, Leute,
wir essen, glaube ich, im Grunde genommen einfach immer viel zu viel. Ebenso macht es gerade bei der Pasta gesehen auch einen riesen Unterschied, wie lange die gekocht ist. Wir Deutschen neigen dazu, die immer zu zerkochen. Die Italiener hingegen, die essen sehr, sehr al dente, sehr hart, was auch dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel nicht so krass ansteigt und länger satt hält. Das macht natürlich auf den Tag gesehen auch einen riesengroßen Unterschied. Gut, haben wir das Mittag, also kleinere Portionsgrößen, die Kohlenhydratportion generell kleiner halten, mehr sich am Gemüse satt essen. Ich weiß, man sagt das immer so leicht, aber man muss das mal ganz klar abwägen. Was ist eine Portion Pasta oder eine Portion Reis? Okay, werde ich vielleicht nicht von satt, mache ich mehr Gemüse zu und dann einfach auch mal nicht bis zu dem Punkt essen, wo man satt ist, sondern voraufhören, das Sättigungsgefühl abwarten und Leute, es kommt. Man kann seine Portion verkleinern. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich wirklich voll aufs Essen konzentriert. Den Fehler mache ich auch häufig, gerade während ich arbeite, wenn ich nebenbei esse, dass ich nicht fix beim Essen bin, sondern das irgendwie nebenbei mache. Aber das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Was ich auch festgestellt habe, diese Pausen auch einzuhalten. Jetzt, wo ich gelernt habe, dass ich sie machen kann, ohne direkt zu unterzuckern, mit den Arten von Lebensmitteln, wie ich sie kombiniere, merke ich, dass wenn ich zwischendrin, wenn ich gar nicht so Hunger habe, einfach weil es da steht, auch nur eine Sache snacke, sei es irgendwie ein Keks, ein Etwas, merke ich, dass mein Körper das gar nicht gut verträgt, dass gewisse Konsequenzen mir drohen, in welche Richtung auch immer. Deswegen ist es wichtig, esst eine Mahlzeit, nehmt euch auch Nachtisch dazu, das ist überhaupt gar kein Problem, seid satt und dann esst ihr auch erstmal ein paar Stunden nichts, also so mindestens 3-4 Stunden, man sagt eigentlich 4-5, aber ich bin ja Typ unter Zucker, ne? Also mindestens 3 Stunden für Menschen, die unterzuckern, nichts. Und dann kann man mal drüber nachdenken, so hey, so einen kleinen Nachmittagssnack, bevor ich ins Abendbrot starte, kann man machen. Und auch da wieder die Portionsgröße nicht übertreiben. Es reicht manchmal wirklich ein Riegel, es reicht eine Banane, es reicht ein Stück Obst oder. Man muss da nicht immer noch eine komplette Mahlzeit zwischenschieben, wenn man der Typ ist, der lieber kleinere Mahlzeiten isst. Ich weiß, es gibt auch welche, die können von Mittag bis Abendbrot gar nichts essen, ich bin da raus. Das schaffe ich meistens nicht. Was ich mir hier aber angewöhnt habe, ist tatsächlich ein Glas Fruchtsaft zu trinken. Da ist auch der Zucker drin, das gibt hier Energie. Es ist, ja gut, es ist dann in dem Fall süß. Es muss ja nicht immer was Süßes sein, aber manche haben ja nach dem Mittagessen diesen Junk auf was Süßes. Und es fühlt sich nicht so schwer an. Man hat nicht dieses Nachmittagstief, nenne ich das mal. Genau, kommen wir zum Abendbrot. Abendbrot habe ich gelernt und das war für mich der Knackpunkt jeglicher Begleiterscheinung. Ich war ein Mensch, ich konnte morgens nicht aufstehen und nicht, weil ich nicht wollte, nicht, weil ich irgendwo depressiv war. Das hat auch lange gedauert, bis ich den Ärzten das irgendwie klar vermitteln konnte, dass ich diesen Wecker gar nicht erst höre. Neben mir konnte die Welt explodieren. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe früher in der Disco bin ich eingepennt. Das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Also ihr könnt bei mir Partys machen, hättet einbrechen können, sonst was. Ich habe diesen Wecker nicht gehört. Und ich habe für mich festgestellt, seitdem ich abends Low Carb esse, funktioniert es. Es funktioniert. Ich denke auch, dass es bei mir ein bisschen mit diesem Unterzucker in der Nacht vielleicht zusammenhängt. Das war für mich die einzige halbwegs logische Erklärung. Ich weiß es aber bis heute nicht. Wie gesagt, mich hat kein Mensch wach gekriegt. Liebe Grüße gehen raus an meine damalige Mitbewohnerin. Es tut mir herzlich leid. Ich weiß aber nicht, wie die mich aus dem Bett gekriegt hat, weil die hat einen Abdreher von meinem Wecker bekommen, weil jeder in meiner Nachbarschaft hört meinen Wecker, nur ich nicht. Ich habe Töne verändert, alles. Das Einzige, was mir geholfen hat, ist tatsächlich dieses Low Carb am Abend. Ich am Abend Kohlenhydrate können wir den nächsten Morgen eigentlich direkt streichen. Wenn ich aufwache, bin ich maximal gerädert. Der kriegt mich auch 10 Liter Kaffee nicht wach. Das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Und ich habe mal ein ganz gutes Buch gelesen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Es war nicht im bösen Gemüse, es war ein anderes Buch. Das ist auch ganz klar erklärt wurde, in der Nacht brauche ich die Kohlenhydrate nicht.
Ich möchte das natürlich nicht für jedermann ganz klar klassifizieren. Es gibt Spitzensportler, es gibt Sportler, die nächsten Tag einen Wettkampf haben. Ja, da haut euch bitte die Kohlenhydrate rein, damit die Speicher gefüllt sind, damit ihr da nächsten Tag lossprinten könnt oder was auch immer. Das ist jetzt einfach nur für Normalo, der jetzt gerade keinen Sport macht. Sport ist bei mir auch noch so eine Sache, kommen wir gleich nochmal zu. Aber Low Carb am Abend, was essen wir da so? Was sind Beispiele? Ein Beispiel, Fleisch mit Gemüse. Die Kleine ist zum Beispiel meist aufgeschnittene Gurke und Tomaten, also irgendein Gemüse. Oder ich mache einen sogenannten Kindersalat für Leute, die Kinder haben. Kann ich auch mal drauf eingehen mit besseren Beispielen wahrscheinlich. Ist immer Tomate, Gurke mit Mais. Isst jedes Kind diesen Salat? Ich habe noch kein Kind gesehen, das nicht mag. Ich esse immer einen Salatmix, sei es Feldsalat, Eisbergsalat, Rucola, alles Mögliche und kombiniere das dann noch ein bisschen mit anderen Gemüsen. Teilweise auch mit Käse, um so Sattmacher reinzutun. Wenn ich im Salat keinen Käse habe, tatsächlich, genau, dazu dann ja irgendwie Fleisch, Ei, irgendein ja, Proteinlieferant, esse ich meist noch zum Nachtisch, das habe ich mir so ein bisschen von denen, ich glaube, die Franzosen essen das immer, abgeschaut, ein Stück Käse, gerne auch Hartkäse. Ich weiß, das ist wieder so eine Sache mit dem Histamin, aber bei mir funktioniert es tatsächlich, um den Magen zu schließen. Und ich habe auch festgestellt, ich bin dann auch gar nicht mehr hungrig und das ist auch nicht, dass ich zu wenig Energie habe. Und ich wache morgens fit auf. Also das ist wirklich bei mir so das, wo ich sage, so wow, das hat so viel verändert. Weil diese Kohlenhydrate am Abend, das war für mich die Hölle. Und ich weiß ja nicht, wie es bei Menschen ist, die vielleicht nicht unterzuckern, aber auch da sinkt irgendwie der Blutzuckerspiegel in gewissen Weisen. Viele sagen auch immer zu mir, ja, wenn ich abends Nudeln esse oder Kohlenhydrate, Reis kann es ja auch sein, dass sie morgens mit super viel Hunger aufwachen. Umso mehr ich abends esse, umso mehr Hunger habe ich morgens. Und bei mir war es auch immer so, dass wenn ich morgens nicht direkt anfange zu essen, bin ich viel besser in den Tag gestartet. Also das ist so von mir in meiner Welt der beste Tipp. Ich möchte nochmal ganz klar darauf aufmerksam machen, dass mein Körper unfassbar komisch ist. Ja, bis heute keiner weiß, was genau, wie es ist. Das ist für mich meine individuelle Lösung, mich zu ernähren, mein Kind zu ernähren, damit es uns, ich sag mal, bestmöglich gut geht. Es ist natürlich jetzt kein ausgetüfteltes Ernährungskonzept einer Ernährungsberatung. Es ging jetzt aber auch erstmal darum, wie wir uns ernähren. Also die wichtigsten Fakten für mich waren, wenn Obst, dann morgens und vielleicht zum Nachmittagssnack. Aber durch die Fructose esse ich wenig Obst. Und ich sage euch eins, mein Körper hat es nie vermisst und mir ging es auch ohne Obst bisher sehr, sehr gut. Abends Low Carb, das war für mich, wie gesagt, der Dauerbrenner. Wenn Mehl dann in Maßen, nicht jeden Tag, nicht immer. Reis ist auch ein tolles Kohlenhydrat und auch Kartoffeln irgendwie. Man kann sich die Kohlenhydrate auch von woanders holen. Und zum Thema Kohlenhydrate kann ich auch nochmal grundsätzlich sagen, da gehe ich immer nach dem Prinzip, umso frischer, desto besser. Ich hatte schon vor langer Zeit immer in Frage gestellt, weil das einzige Brot, was ich bedenkenlos gut abkonnte, war ein ganz spezielles französisches Baguette. Keine Probleme gehabt. Das habe ich jahrelang gegessen, bis mir gesagt wurde, nee, das darfst du auf keinen Fall, das kannst du nicht ab. Ich habe mir jetzt wieder eins geholt und es gab keine Konsequenzen. Ich habe mir ein frisch französisch gebackenes Baguette geholt, was aber auch frisch gemacht wurde. Das ist der große Unterschied bei mir. Frisch. Wenn da wirklich jemand in der Küche steht, den Teig knetet, das in so einen Steinofen tut und wieder rausholt. Das ist für mich Definition von frisch. Wenn ich allerdings im Supermarkt ein abgepacktes Brot, was wahrscheinlich auf ähnliche Weise nur von der Maschine gebacken wurde, da muss irgendwas drin sein, um das weich zu halten, um das länger haltbar zu machen, was ich persönlich nicht ab kann. Also ganz klar, bei mir ist es immer Zusatzstoffe vermeiden. Zusatzstoffe in jeglicher Hinsicht und Art. Und dann passt es eigentlich. Umso frischer, desto besser. Genau. Was bei mir auch immer wichtig ist, die Proteine. Ich habe festgestellt, ohne Proteine kann ich nicht leben. Und ich weiß nicht, ob ihr mein Video damals gesehen habt zur vegetarischen Ernährung. Ich wäre gerne Vegetarier geworden. Ich werde mich damit maximal unbeliebt machen, aber
es ging für meinen Körper überhaupt nicht klar. Egal, wie ich das versucht habe umzusetzen. Ich habe eine Migränepatientin gesehen, die hat von ähnlichen berichtet. Vielleicht hätte ich dazu erwähnen sollen, mir wurde auch meine Migräne diagnostiziert, allerdings ohne Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Soll aber nicht heißen, dass das nicht jeder kann. Da bin ich ganz ehrlich. Genau, so, das ist so das Ganze. Ich glaube, alle Vegetarier werden mich jetzt hassen. Ich verstehe auch das Grundkonstrukt, ne, von der Ernährungsweise. Das würde ich überhaupt gar nicht in Frage stellen, auch überhaupt nicht schlecht reden und auch überhaupt nicht jemanden davon abbringen, diese Tiere zu schützen. Ich habe für mich allerdings noch kein geeignetes Konstrukt gefunden, diese Produkte oder diese Proteine, die mir da fehlen, gescheit einzuholen, dass mein Körper nicht komplett ausrastet. Weil meist ist für mich diese Ersatzprodukte stehen überhaupt nicht zur Frage. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Ich weiß nur, dass es mir den absoluten Kollaps bereits mehrfach bereitet hat. Zum anderen auch diese Milcharten, da ist dann auch wieder irgendwie künstlich Weizen, also Hafer. Hafer ist ja auch irgendwie eine Abstammung von Weizen hinzugefügt worden. Ich weiß nicht, ich will mich da auch gar nicht rechtfertigen. Ich kann nur für mich sagen, ich habe festgestellt, es funktioniert für mich nicht. Genau, vielleicht gibt es in Zukunft Produkte am Markt, die mehr frisch sind oder noch mehr pflanzlich basiert, ohne so viel Zusatz. Und das ganz wegzulassen, da muss man sich sehr, sehr, sehr viel auf Bohnen, würde ich sagen, Bohnen und Hülsenfrüchte spezialisieren, kann ich auch ab, allerdings auch nur in Maßen. Genau, für jemanden, der das als Vegetarier oder als Veganer gerne umsetzen möchte, dann klar, Hülsenfrüchte gehen natürlich immer, Gemüse jeglicher Art geht auch. Man kann sich sicherlich auch seinen Bohnenburger machen. Die Möglichkeit besteht, ganz klar. Ich habe noch nicht die Variante gefunden, das komplett zu ersetzen, versuche allerdings auch Mahlzeiten ohne Fleisch, also Proteine ohne Fleisch irgendwie zu konsumieren. Ich habe es aber noch nicht geschafft, ganz zu ersetzen, bin ich auch ganz ehrlich mit euch. Ich habe da bisher keine guten Erfahrungen gemacht, soll aber nicht heißen, dass es bei anderen nicht geht. Das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen. So, ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen das Grundkonstrukt besprochen und ich freue mich auf euer Feedback. Nehmt mich nicht auseinander. Und ich kann auch gerne mal so ein What I Eat in the Day machen, damit ihr das mal live an Gerichten seht. Und ja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Krankenkarriere, würde ich mal behaupten. Und aktuell fahre ich damit sehr, sehr gut. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.